Dazu wird es notwendig sein, dass wir mit einem entsprechenden BR-Konzept an Ärztinnen und Ärzte herantreten. Und schwebt vor, dass wir zielgruppenspezifisch agieren. Wir wollen Medizinstudenten und Jungmediziner und Medizinerinnen ansprechen. Wir wollen aber auch etablierte Ärztinnen und Ärzte ansprechen, die sich eventuell verändern wollen. Wir wollen also das Arbeitsgebiet gut beschreiben und darstellen und hier mit entsprechenden PR-Offensiven arbeiten. Ein wichtiges Momentum wird aber auch sein, dass wir die zuständige Politik ersuchen werden, an den österreichischen Universitäten arbeitsmedizinische Institute zu errichten. Ohne diese Leuchttürme in der Welt der Wissenschaft wird es nicht möglich sein, nachhaltig gute Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner zu bekommen, um Ärzte für dieses Fach zu motivieren.